Hallo liebe Fußballfans, wir sind heute zu Gast im BVB-Stadion Dortmund. Ich begrüße Sie zu diesem heutigen Spiel. Los im Mittelfeld, da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Ball geht präzise ins kurze Eck, genau da sollte er hin und dann bist du natürlich machtlos, auch wenn es natürlich die Torwart-Ecke ist. Dvali. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Zieht ab! Er holt sich den Ball und das war wichtig. Ja, wäre Tor Nummer 2 gewesen in dieser Partie. Doppelpack verhindert. Gute Aktion. Da ist die Hereingabe. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich. Was für ein Reflex. Kökçü. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Er verteidigt den Ball mit viel Einsatz. Vielleicht jetzt! Und Tor! Alles wieder offen! Wir schauen auf die Wiederholung, lässt sich dann nicht beirren, bleibt am Ball. Und dann ist es auch ein starker Abschluss. Arda Güler. Schenkt Hosun. Calhanoglu. Guter Pass, das könnte Chance werden. Arda Güler. Glanzparade von Mamardashvili. Sieht ganz nach einer gelben Karte aus hier. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Ball kommt rein. Und Tor! Das ist die späte Führung. Damit hat hier ja keiner mehr gerechnet. So ist dieses Tor entstanden. Zunächst kommt die Flanke und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Vier Minuten sind noch zu absolvieren hier. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Ja, gut gemacht. Ball kommt rein. Gute Gelegenheit. Tor, Tor, Tor. Sie machen es doch noch. Der Torwart ist einfach nicht da, wo er sein muss. Und das weiß er auch. Das Ding geht auf seine Kappe, sehen wir hier nochmal ganz deutlich. Wie lange hat dieses Remis hier noch Bestand? Sie greifen an. Schlusspfiff. Damit ist dieses Spiel hier zu Ende. Dieses unterhaltsame Spiel, das glaube ich,
niemanden enttäuscht hat. Klar, jeder will gewinnen, aber es gibt so Tage, da triffst du auf ein Team, das immer eine Antwort hat, das taktisch gleichwertig ist, spielerisch gleichwertig ist, und dann kannst du mit so einem Unentschieden zufrieden sein. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Der späte Ausgleich hat hier natürlich dafür gesorgt, dass man immerhin dieses Remis mitnehmen kann. War für mich das Highlight der Partie.